Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Heute lernen wir zusammen ein bisschen Straßendeutsch. Los geht's! Also Leute, wir schauen uns jetzt 10 Begriffe an, die zur Kategorie Straßendeutsch gehören. Das sind also Wörter, die ihr auf keinen Fall in offiziellen oder formellen Situationen benutzen solltet. Aber wenn ihr mit Freunden redet und ihr noch unter 30 oder unter 40 seid, könnt ihr diese Begriffe auf jeden Fall in eurem Alltag benutzen. Viele von denen sind ein bisschen lustig, aber auch super praktisch. Und wenn euch dieses Video hier gefällt und ihr noch mehr Straßendeutsch lernen wollt, dann lasst bitte einen Daumen da, dann weiß ich Bescheid und mache noch einen zweiten Teil. Ich habe nämlich noch 10 weitere Begriffe, aber bin mir nicht sicher, ob ich daraus noch ein Video machen soll oder nicht. Also einmal auf Like klicken und dann kommt ein zweiter Teil. Gut, dann beginnen wir jetzt mit dem ersten Begriff. Der erste Begriff ist der Lappen. Und was ist ein Lappen? Normalerweise ist das hier ein Lappen. Mit einem Lappen kann man also sauber machen. Und was denkt ihr? Was bedeutet das im Straßendeutsch? Einen Lappen nennen wir eine schwache Person. Zum Beispiel, dein Bruder ist echt ein totaler Lappen. Oder er ist echt ein Lappen und kann nichts alleine machen. Dann kommt jetzt noch mal eine kleine Animation für euch. Das ist Manuel. Manuel würde gerne Elena ansprechen, aber er hat Angst. Er versucht auch, den Koffer zu tragen, aber er ist zu schwach. Manuel würde seinen Chef gerne um eine Gehaltserhöhung bitten, aber er traut sich nicht. Manuel ist ein klassischer Lappen. Nummer 2 ist cringe und das kennt ihr vielleicht schon aus dem Englischen. Cringe beschreibt eine Person oder eine Situation, die wir als peinlich wahrnehmen. Zum Beispiel, das war so cringe, als er den Witz erzählt hat. Und ihr kennt das garantiert alle, es gibt Leute, die sind nicht besonders gut darin, Witze zu erzählen. Und dann muss am Ende keiner lachen und dann ist das super cringe. Also dann ist das sehr peinlich, das ist so eine Spannung. Ich denke, ihr wisst alle, von welchem Gefühl ich rede. Das nennt man im Straßendeutsch cringe. Noch ein Beispiel, diese Tanzbewegungen sind echt cringe. Und cringe können wir auch schön kombinieren mit super oder total. Ich kann sagen, das war super cringe oder das war total cringe. Benjamin schaut seine ersten YouTube-Videos. Er findet sie total cringe. So, und wie ihr hier gesehen habt, für mich ist das auch total cringe, wenn ich mir meine ersten YouTube-Videos anschaue. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ist das für euch auch cringe? Und so oder so, schreibt auch gerne wieder so viele Beispielsätze mit diesen Wörtern, wie ihr wollt. Hier könnt ihr zum Beispiel schreiben, wann war das letzte Mal für euch etwas super cringe? Was ist dort passiert? Als drittes haben wir dann Ehrenmann. Ehre ist auf Englisch Honor. Und Ehrenmann benutzen wir dann, wenn wir jemanden loben, der etwas Respektvolles oder Ehrenhaftes gemacht hat. Zum Beispiel, er hat mir echt geholfen, als ich es brauchte, Ehrenmann. Oder er hat das Projekt alleine fertiggestellt, absoluter Ehrenmann. Wie ihr seht, benutzen wir für Ehrenmann keinen Artikel, wir können ihn aber gut mit absolut kombinieren. Ja, also wenn du siehst, wie jemand etwas super Schönes, Respektvolles macht, kannst du sagen, absoluter Ehrenmann. Frau Meier spaziert durch die Stadt und verliert dabei ihr Portemonnaie. Steven sieht das und hebt das Portemonnaie von Frau Meier auf. Er läuft ihr schnell hinterher und gibt ihr das Portemonnaie wieder.
Steven ist ein absoluter Ehrenmann. Das nächste ist das Verb flexen, was mehr oder weniger ein Synonym ist für angeben. Also als kleine Erklärung, mit etwas angeben, das man hat oder das man gut kann. Zum Beispiel, er flexte, im Präteritum, er flexte mit seinem neuen Auto vor der Schule. Oder, warum musst du immer so mit deinem teuren Schmuck flexen? Juan flext schon wieder mit seinem neuen Cabrio. Dann, das ist auch wieder ein super Verb, womit ihr ein paar schöne Beispielsätze schreiben könnt. Wann habt ihr das letzte Mal gesehen, dass jemand mit etwas geflext hat? Und denkt daran, flexen mit. Zum Beispiel, mein Bruder flext immer mit seinem vielen Geld. Als nächstes haben wir dann diese Wortgruppe, läuft bei dir. Und das ist ein Ausdruck der Anerkennung für den Erfolg oder das Glück einer anderen Person. Zum Beispiel, wow, neues Auto, läuft bei dir. Oder, du hast den Job bekommen, ja, läuft bei dir. Wenn du also jemanden siehst, der Erfolg und viel Glück hat, dann kannst du sagen, läuft bei dir. Hi Alex, wie geht es dir? Super, danke. Und dir? Was gibt's Neues? Vieles. Ich habe gerade eine Gehaltserhöhung bekommen. Und im Lotto gewonnen. Und auch noch eine neue Wohnung gefunden. Wow, super. Läuft bei dir. Als nächstes haben wir dann das Wort, das habt ihr garantiert schon häufig gehört, und zwar Alter. Und Alter benutzen wir dann, wenn wir einen Freund oder einen Kumpel ansprechen, aber meistens dann, wenn es sehr emotional ist. Das ist dann ein bisschen so wie wow. Zum Beispiel, Alter, hast du das Spiel gestern gesehen? Das war echt der totale Hammer. Und etwas ist der totale Hammer benutzen wir dann, wenn wir sagen wollen, etwas war super, super schön. Oder, Alter, du glaubst nicht, wen ich heute getroffen habe. Ihr seht hier, es geht hier immer um viel Emotion. Das kann entweder Ärger sein, das kann Freude sein, das kann Trauer sein, egal. Wenn du mir zum Beispiel eine traurige Nachricht erzählst, zum Beispiel du hast deinen Job verloren, kann ich auch sagen, Alter, das tut mir echt leid. Alter, hast du die Frau gerade gesehen? Ja, klar, die war echt super hübsch. Als nächstes haben wir dann chill mal. Chill mal. Und das ist eine Aufforderung, also man könnte auch sagen ein Imperativ, der dich dazu auffordert, entspannt oder ruhig zu bleiben. Zum Beispiel, chill mal, es ist doch alles in Ordnung. Oder, komm schon, chill mal, es gibt keinen Grund zur Panik. Ich habe echt total Angst, dass ich den Test nicht bestanden habe. Chill mal. Du bist doch super gut, du hast es bestimmt geschafft. Dann haben wir das schöne Substantiv Hater. Hater kommt auch aus dem Englischen und zwar von dem Verb to hate. Also könnt ihr euch schon vorstellen, was das bedeutet. Ein Hater ist jemand, der ständig andere Personen kritisiert oder neidisch ist. Zum Beispiel, ignoriere die Hater, mach einfach weiter. Also auch wenn Leute dich kritisieren oder dir deinen Erfolg schlecht reden wollen, ignoriere die Hater. Mach einfach weiter. Oder er ist nur ein Hater, weil er nicht das Gleiche erreichen kann. Seine Videos sind langweilig. Er ist kein guter Lehrer. Er wird nie Erfolg haben. Du bist nicht gut genug. Wenn du im Leben etwas erreichen willst, dann darfst du nicht auf die Hater hören. So, zwei haben wir noch und das vorletzte ist Props. Und das bedeutet jemandem Lob oder Anerkennung für seine Leistung geben. Wir sagen auch jemandem Props geben.
Zum Beispiel Props an dich, dass du das geschafft hast. Oder für deine harte Arbeit muss ich dir echt Props geben. Wir können also sagen Props an dich oder jemandem Props geben, dann mit Dativ. Hast du das von Anne gehört? Nein, was ist denn passiert? Sie war doch immer super schlecht in Mathe. Aber in der letzten Klassenarbeit hat sie eine 1 geschrieben. Echt, ja? Das freut mich total. Da muss ich ihr aber auch Props geben. Sie hat wirklich hart an sich gearbeitet und nie aufgegeben. Und als letztes haben wir dann sich ne Platte machen. Und dieses ne ist kurz für eine. Und das bedeutet genau das gleiche wie sich um etwas Sorgen machen. Zum Beispiel, mach dir keine Platte, das wird schon klappen. Oder er macht sich immer eine Platte über die kleinsten Dinge. Ich glaube, wir kommen zu spät und verpassen das Flugzeug. Ach, jetzt mach dir keine Platte. Wir haben noch eine halbe Stunde. Das schaffen wir. Alles klar, Leute, dann habt ihr es wieder einmal geschafft. Vielen Dank, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, schreibt gerne unten in die Kommentare so viele Beispielsätze mit diesen Straßendeutschbegriffen, wie ihr möchtet. Und ich kann euch nur dazu raten, diese auch mal im Alltag auszuprobieren. So wird die Sprache dann lebendig und das Lernen macht noch mehr Spaß. Es darf ja nicht nur Theorie sein, ihr müsst das auch in der Praxis benutzen. Also probiert das mal mit euren Freunden, mit euren Arbeitskollegen, aber bitte nicht mit eurem Chef. Gut Leute, dann wie gesagt, wenn ihr noch einen zweiten Teil davon sehen wollt, weil ihr sagt, ich brauche noch 10 weitere Begriffe davon, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, dann weiß ich Bescheid und werde bald noch den zweiten Teil drehen. Alles klar Leute, dann wie immer, vielen Dank fürs Einschalten und ihr wisst ja, wir sehen uns schon bald mit einem neuen Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.